Gerechtigkeit ist das Thema des nächsten Zukunftskongresses der Bayerischen Grünen. Was hält die Gesellschaft zusammen? Gerechtigkeit ist ja ein Begriff, so habe ich es neulich gelesen, mit sehr großer öffentlicher Präsenz und einer sehr unklaren Bedeutung. Was verstehen denn die Grünen unter Gerechtigkeit in Bayern? Ja, Gerechtigkeit wird ja oft verkürzt auf das, was man auf dem Konto hat oder was man monatlich an Geld zur Verfügung hat. Das finden wir auch einen zu verkürzten Begriff. Es ist mehr. Gerechtigkeit heißt eine Gerechtigkeit zwischen den Generationen, dass sowohl jung wie alt ja mit dabei sein können. Wir haben eine Geschlechtergerechtigkeit, Mann und Frau. Wir haben eine Teilhabegerechtigkeit, aber natürlich auch Verteilungsgerechtigkeit. Sprich, wie viel hat jemand monatlich auf dem Konto? Was hat er zur Verfügung, um tatsächlich mit dabei zu sein? Sein Leben ja, bestreiten zu können und was für Hilfestellungen braucht es dazu? Bayern ist ja nun ein relativ reiches Land. Die Arbeitslosigkeit ist weit unten in vielen Bereichen nicht sehr hoch. Ist das Thema Gerechtigkeit denn nicht alles, was in Bayern wichtig ist? Schon, es ist ein sehr wichtiges Thema, weil natürlich die Menschen, die nicht mit dabei sind, ja im Grunde nochmal härter zu kämpfen haben, dass sie mit dazukommen. Wir haben das im Bereich der Inklusion der Menschen mit Handicap, die am Arbeitsmarkt immer noch große Schwierigkeiten haben, auch tatsächlich eine Arbeitsstelle zu finden. Wir haben es aber natürlich auch bei den Langzeitarbeitslosen, weil die Schlange der Arbeitslosen wird mehr oder weniger von vorne abgebaut. Die Menschen, die lange in Arbeitslosigkeit sind, für die ist auch der Zugang zum Arbeitsmarkt immer schwieriger. Und natürlich haben wir eine Gerechtigkeitslücke auch bei gleicher Lohn für gleiche Arbeit, sprich, dass Frauen weniger bezahlt bekommen. Das heißt also auch, dass der Staat weiterhin bei der Frage Gerechtigkeit eine relativ wichtige Rolle spielt, also Gerechtigkeit, die sich über den Markt einstellt, daran glauben die Grünen weniger. Nein, wir brauchen eine soziale Flankierung, da glaube ich, da ist sich innerhalb von Grünen jeder und jede auch einig. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man darüber nach wie vor streitet, was sind die richtigen Sätze, zum Beispiel im Bereich Hartz IV, wer hat Zugang zu Hartz IV, die Debatte, dass Leute über befristete Arbeitsverhältnisse immer schwieriger ja auch eine Möglichkeit haben, einen Bezug zum Arbeitslosengeld. Das sind einfach Fragen, die uns als Grüne immer auch beschäftigen. Aber wichtig ist, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, damit jenseits der reinen Verteilung, wo sind die dicken Schultern, die auch mehr bezahlen können, jenseits der Frage der nackten Euro, ja, die Möglichkeit schaffen, wie können wir die Blockaden, die in der Gesellschaft, vor allem auch in der Bildungspolitik da sind, auflösen. Was immer wieder kommt, ist die Frage, ob eine Grundsicherung eventuell das richtige Instrument ist, um gegen Armut vorzugehen. Wie ist da die Position? Na, das ist eine heftige und eine intensive Diskussion und auch eine gute Diskussion innerhalb der Grünen. Und die beiden Pole, jetzt mal überspitzt formuliert, die einen, die sagen, das ist eine Stilllegungsprämie für Menschen, die dann einfach auch vom Zugang nochmal abgehängt werden. Wie die andere Position, die sagt, es ist wichtig, dass wir ja, Menschen eine Grundsicherung geben, die ohne Ansehen und ohne Wenn und Aber ausbezahlt wird, weil das auch gerade das kreative Element stärkt. Diese Debatte werden wir auch da führen. Aber ich glaube, es ist nochmal mehr als diese Frage, die in dem Gerechtigkeitsspektrum eine ganz wichtige Rolle spielt. Gerade der Bildungsaspekt, glaube ich, ist mit der Zugang und der Schlüssel für kommende Generationen. Soweit Theresa Schopper, Landesvorsitzende der Bayerischen Grünen. Weitere Antworten zu dem Thema am 5. Mai in Ingolstadt.